Ich bin Axel Holst, ich bin Schauspieler aus dem Ruhrgebiet. Ich spiele die Rolle von Roland Landmann, der Vater von Konstantin Landmann, auch eine neue Figur, und der weitläufige Cousin von Gabi. Ich komme aus Sachsen, bin ein arbeitsloser Koch und komme nach München, weil mein Sohn hier mit Leukämie im Krankenhaus liegt. In einer Woche gibt es die erste Polychemotherapie. Ich habe meinen Sohn und seine Mama verlassen und versuche nun mit aller Macht die Dinge wieder gut zu machen. Ich könnte einen verdammten Wälzer über Leukämie schreiben, weil ich seit 2 Jahren mit deiner Krankheit lebe. Wir verstehen uns sehr gut, auch außerhalb des Sets. Das hat irgendwie gefunzt und daran hat sich nichts geändert. Ich drehe jetzt den 6. Tag. Klar, da fängt an, die Figur ein bisschen stärker sich in einem zu manifestieren. Man denkt spezifischer über bestimmte Haltungen, Situationen nach. Das ist eigentlich auch Handwerk, dass man sich die 2-3 Sekunden Zeit nimmt, um nochmal sich zu konzentrieren und bei der Figur anzukommen oder auch bei der Situation, in der die Figur ist. Ich fand es auch gut, dass die Regisseurin dieser Staffel das Casting gemacht hat. Achtung! Ich komme mit der gut aus. Und bitte. Ich hab dir doch gesagt, du musst nicht bei jeder Untersuchung mit dabei sein. Junge, wann kommen die Ergebnisse? Alles im grünen Bereich, also keine akuten Infekte. Das ist doch super. Das ist doch einwandfrei. Wann beginnen Sie mit der Konditionierung? Danke, sehr gut.